Hallo, hier ist der Ralf von Rudi Heger Fliegenfischen und ich möchte heute mit euch eine sehr fängige Trockenfliege binden, und zwar die Hi-Vis CDC Baqueres. Ist ganz einfach, ihr benutzt beispielsweise jetzt einen TMC 100 Black. Dieser Haken ist ganz neu, sonst gibt es den immer in Bronze. Jetzt gibt es ihn auch in Black, was optisch sehr schön ist. Ihr nehmt einen Technical Tying Thread und startet mit einer Grundwicklung. Die setzt ihr vorne an und wickelt einmal komplett über den Hakenschenkel bis hinten in die Biegung rein. Zwischendrin könnt ihr den Faden schon einmal abschneiden. Bis hinten in die Biegung. Genau. Und wie immer einmal mit Seppegap sichern, damit sich diese modernen Fäden nicht auf dem Hakenschenkel drehen. Einmal drüber streichen, das reicht dann schon, und damit ist die Fliege gut gesichert. So, als allererstes bindet ihr eine Whiting-Hechel eines Balges ein. Ich nehme hier eine braune Hechel, kann man auch mit einer Grizzly-Hechel machen und farblich variieren. Einfach den Flaum wegziehen aus dem Balg. Eine schöne geeignete Feder auswählen und diese dann einbinden. Steht jetzt nach hinten weg. Als nächstes kommt der Körper dran. Und hier habe ich mich für ein feines Antron-Dubbing entschieden. Das Antron-Dubbing ist ein schönes, feines Dubbing, was ich einfach auf den Bindefaden auftrage. Hintergrund ist, Antron ist ein rein synthetisches Material. Schön sparsam arbeiten, dass der Körper schön dünn bleibt. Und vor allen Dingen, Antron saugt so gut wie kein Wasser auf, was bei Trockenfliegen natürlich immer von Vorteil ist. Schön sparsam sein, damit es nicht so stark aufträgt. Dann schiebe ich das bis zum Haken hin und fange an, den Körper zu formen. Genau, prima. Das kann jetzt ja ungefähr bis hier diese Höhe gehen. Jetzt nehme ich eine Hechelklemme. Hier haben wir eine Hechelklemme, die schon altbekannt ist, wieder aufleben lassen, haben sie extra produzieren lassen, weil durch diesen Gummischlauch auf dem Draht zwickt das die Hechel unheimlich gut ein und ist nicht so hart und hält dann auch prima. Jetzt fange ich an, den Körper zu behecheln. Im Uhrzeigersinn von mir weg. Genau, schön parallel. Damit wird das Dubbing auch ein bisschen runtergewunden. Es ist hier übrigens Größe 10 jetzt. Deswegen darf die Hechel auch ein bisschen größer sein. Jetzt sichere ich meine Hechel, mache zwei, drei Sicherungswicklungen und kann die Hechel dann schon abschneiden. Zack, genau. Jetzt kommt was Spezielles an dieser Baqueres. Normalerweise würde da jetzt kein CDC, also Entenbürzel, eingebunden werden. Allerdings, wenn man jetzt einfach eine kleine, feine Entenbürzelfeder hernimmt und da die Enden parallel abstreift mit möglichst dünnem Kiel, kann man die einfach schön einbinden, so wie sie ist, ungefähr hinten bis zum Bogen. So. Aufpassen, dass man die braunen Hecheln nicht nach unten bindet. Die kann man einfach wie so ein Dach da drauf legen. Auch zwei, dreimal. Hier ist jetzt hilfreich, dass der Faden ordentliche Tragkraft hat. Dann kann man ordentlich anziehen. Genau, nochmal sichern. Und jetzt liegt das wie so ein Dach da oben drauf. Das ist schon die Grundlage. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zu dem Bereich. Baqueres. Es sagt der Name, es ist ein Bugher. Also das H von einem Bug, also von einem Hirschen oder von einer Rehart. Und wir nehmen hier immer das Winterhaar, nicht das Sommerhaar. Und das Schöne an dem Haar ist, es ist hohl und hat sehr gute Schwimmeigenschaften. Ich schneide mir
aus diesem Haar einige Fibern aus. Das habe ich in der Regel schon ein bisschen vorbereitet und habe die auch mit einem Haaraufstoßer dann auf eine Länge gebracht. Das ist ganz, ganz wichtig, damit es einfach schön aussieht. Genau. Jetzt habe ich diese Haare hier. Kann noch zu kurzes Haar gerne mal auszupfen. Jetzt lege ich die ungefähr auf Hakenschenkellänge oben auf. Mache noch eine Wicklung nach vorne. Hakenschenkellänge erst einmal locker und jetzt fester anziehen, dann spreizt sich das vorne schön. Wunderbar. Noch zweimal sichern. Mal hindrücken. Genau, das reicht schon vollkommen. Wichtig ist, dass es hier um eine diffuse Silhouette geht. Und jetzt dieses überstehende Haar hier vorne, das greife ich jetzt mit einem Mal. Zack. Ein bisschen üben. Und versuche das in einem abzuschneiden. Wunderbar. Jetzt steht das dort ein bisschen. Sehr schön. Kann man noch ein bisschen zurechtzupfen. Und jetzt kommt noch ein entscheidender Faktor, deswegen heißt die Fliege Highwiz. Dann nehmen wir jetzt noch TMC Aero Driving. Das ist auch eine hochschwimmende Faser und dadurch sieht man die Fliege einfach deutlich besser. Allerdings nehme ich nur hier ein Viertel des Strangs. Man denkt immer, oh, das ist aber teuer, das Material. Wir haben bisher noch kein besseres gefunden und man benutzt ja hier jetzt wirklich nur, den setze ich oben drauf. Ein Viertel des Strangs, auch hier schön dezent arbeiten, noch ein zweites Mal und dann das orangene Aero Driving, die Vorderseite wirklich sehr knapp abschneiden, dass sich das schön dort integriert. Genau, jetzt wickle ich noch zweimal drüber, um es zu sichern. Einmal anziehen. Genau. Und jetzt kann ich mal einen halben Schlag mit meiner 3-in-1 Dubbing Brush nach vorne auf das Öhr draufsetzen, dass der Faden schon mal gesichert ist. Das mache ich noch ein zweites Mal. Deswegen ist übrigens in meiner 3-in-1 Dubbing Brush hier hinten eine Vertiefung drin, um genau diese Schläge anzusetzen. Und jetzt zum Abschluss kann ich noch etwas Zap Gap auf den Faden aufbringen, das ist immer Trick 17, weil ich dann nicht die Fliege verklebe. Ich mache den Sekundenkleber hier auf den Faden, habe hier den Zap Gap Brush on und jetzt setze ich diesen Whip Finish an. Dann ist quasi mein Faden lackiert. Und schon habe ich eine super fängige Highways CDC Buck Caddis mit absolut tollen Materialien. Schwimmt gut, sieht man gut und ist sehr, sehr fängig. Viel Spaß beim Nachbinden.